Dollar drückt Gold und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Das ist das große Thema, der starke Dollar. Das hat viele Implikationen, viele Folgewirkungen. Zunächst mal ist der Dollar stark, weil die Märkte offenkundig damit rechnen, dass die Fed ein bisschen hawkischer wird, dass es doch in Richtung Zinsanhebung geht. Das ist zwar eigentlich schon lange klar, aber es wird eben jetzt verstärkt realisiert. Das macht den Dollar stark, das schwächt die Rohstoffe, die ohnehin noch ein Nachfrageproblem derzeit haben. Ungute Mischung. Und auch die Aktienmärkte scheinen so ein bisschen beeindruckt, ohne allerdings schon den Rückwärtsgang einzulegen, wie zum Beispiel die Anleihenmärkte das schon tun. Und normalerweise tun die Aktienmärkte früher oder später das, was die Anleihenmärkte machen. So war es zumindest in der Vergangenheit, als beide Märkte hossierten, die Anleihenmärkte sogar noch mehr als die Aktienmärkte. Aber das könnte langsam sich dem Ende zuneigen. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig war, was heute auf der Agenda stand. Wir hatten zunächst mal eine sehr passable, sehr gute Industrieproduktion aus der Eurozone, plus 1,0%, erwartet nur 0,6%. Und das, obwohl Italien wieder mal enttäuscht hat mit einem Rückgang von 1%. Also es stabilisiert sich hier zumindest die Produktion in der Eurozone mit Ausnahme Italiens. Wir hatten dann Daten aus den USA, die von Bedeutung waren. Zunächst mal die Einzelhandelsumsätze, plus 0,6%, ein Ticken unter der Erwartung. Aber wenn wir uns das Ganze mal ohne Autos anschauen, plus 0,3%, dann war das eigentlich über der Erwartung, denn hier die Erwartung nur plus 0,2%. Zudem der Vormonat der Einzelhandelsumsätze nochmal nach oben korrigiert wurde. Importpreise minus 0,9%, das liegt vorwiegend am gefallenen Ölpreis. Ohne Öl wäre das nur ein Rückgang von 0,1%. Und dann wichtig heute vielleicht das Kerndatum, das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, 84,6 statt 83,0. Und das hat wieder die Sorgen über Zinsanhebungen eben gestärkt. Das hat den Dollar gestärkt. Das war eines der Kernereignisse heute. Ansonsten haben wir natürlich die neuen Sanktionen gegen Russland, auch seitens der USA. Gestern ja die Eurozone vorangeschritten, heute auch die USA, der Rubel auf einem Allzeittief, aber eher nicht als Reaktion auf die Sanktionen, mit denen ja zu rechnen war, denn weil die russische Zentralbank die Zinsen unverändert gelassen hat. Wir sehen, by the way, nochmal zum Thema Dollar und Zinsen, die längste Rallye des US-Dollars seit 17 Jahren. Der Dollarindex steigt nun seit 9 Wochen in Folge, gab es wie gesagt seit 17 Jahren nicht mehr. Und die Frage ist jetzt, was wird an den Aktienmärkten passieren? Wird man hier eher gewichten, dass die US-Konjunktur einigermaßen passabel läuft, oder wird man sagen, ja, die guten Zeiten des ganz geschenkten Geldes sind vorbei? Das ist die große Frage, die noch nicht entschieden ist und wo eben auch eine Prognose schwer zu treffen ist. Schauen wir uns mal die Charts an, schauen wir mal an, was hier heute wichtig war, Und dann sehen wir hier den DAX und wir sehen, wir sind hier schon so ein bisschen rausgefallen aus dem Aufwärtstrend. Es geht nicht so richtig nach unten, aber eben auch nicht mehr nach oben. Wir sehen hier diese absteigenden Spitzen. Das ist so ein bisschen das, was einem Sorge machen kann. Auf der anderen Seite besteht eben die Möglichkeit, wenn die Fed nächste Woche doch nicht eben in Richtung Zinsanhebung tendiert, dann könnten wir vor einer massiven Rallye stehen. Ungewisse Frage, wenn wir es nächste Woche sehen. Schauen wir uns mal die Amerikaner an und dann sehen wir hier wirklich eine Seitwärtsbewegung vom Feinsten. Da tut sich eigentlich überhaupt gar nichts. Die Amerikaner laufen seitwärts. Nicht seitwärts läuft der Euro-Dollar, zumindest im kurzen Zeitfenster. Es geht rauf und runter, runter und rauf. Aktuell 1,2945. Erstaunlich, dass sich der Euro angesichts der doch breit gefächerten Dollarstärke so gut halten kann. Anders der Yen zum Beispiel, anders der australische Dollar. Der australische Dollar auf dem tiefsten Stand seit mehreren Monaten, der Yen auf dem tiefsten Stand seit 6 Jahren. Also hier hält sich der Euro jetzt noch einigermaßen passabel, zumindest im gegenwärtigen Umfeld. Schauen wir uns mal hier den Dollarindex an und dann sehen wir das, was ich hier beschrieben habe, eben die längste Rallye seit 17 Jahren. Kommend von unter 80 sind wir jetzt bei 84,27. Hier könnte langsam dann mal Widerstand reinkommen. Das heißt, es besteht durchaus aus charttechnischer Sicht die Möglichkeit, dass die Fed eben nächste Woche nicht wirklich so hawkisch ist, nicht wirklich so zinsanhebungstendierend ist, wie die Märkte vielleicht vermuten. Schauen wir uns mal den Goldpreis an, der unter Druck ist, eben Dollarstärke meistens schlecht für Gold, 1231 aktuell. Wir haben hier diese 1240er Marke durchschritten, planmäßig durchschritten, wie man zu Wehrmachtsberichten unter Adolf Hitler noch gesagt hat, wenn man panisch sich zurückgezogen hat. 1230 eben hier doch, die Schwäche ist latent. Wir haben im Bereich 1220 nochmal eine Unterstützung. Schauen wir uns mal den Anleihemarkt an, hier zum Beispiel die deutsche 10-jährige Anleihe, die inzwischen sehr, sehr wichtig geworden ist. Auch die Amerikaner schauen sehr stark auf die Bundesanleihe. Und wenn hier die Kurse fallen, dann steigen die Renditen. Das spricht
dafür, dass eben hier der Anleihemarkt seine Hosse jetzt beendet hat. Man erwartet eben Zinsanhebungen auf der einen Seite in den USA und man erwartet eben auf der anderen Seite möglicherweise auch den Anstieg der Inflation in der Eurozone. Und Inflation ist schlecht für Anleihen, zumal wenn die so mickrig verzinst sind wie die deutsche Anleihe, die jetzt einen Ticken über 1% rentiert. Abschließend noch ein Blick auf unsere, na klar, Lieblingsaktie. Apple hält sich gut. 101,82. Wir haben heute schon kurz die 102er-Marke gesehen. Möglicherweise finden die Aktionäre das ganz, ganz toll, was Apple hier präsentiert hat. Dem kann man sich natürlich nur anschließen. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Machen Sie es erstmal gut. Bis dann. Ciao. We'll be right back.